So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung am 13. Juli. Es ist 21.21 Uhr. Für alle, die es noch nicht kennen, hier der Risikohinweis. Und der Titel dieser heutigen Sendung könnte lauten: Es ist nun doch passiert. Ja. Die Woche verlief sehr erfolgreich. Nahezu alle Setups sind aufgegangen. Allen voran eben den DAX. Eine Pro7 etc. auch zunächst hier. Deswegen auch ist es nun passiert. Hier, wie man hier erkennt, gab es hier zwei Variationen nach dem Bruch. Und die wurde dann favorisiert, nachdem hier wirklich 1, 2, 3, 4, 5 Mal, 6 Mal sogar dieses Level angetestet worden ist und dann nach oben abgeprallt ist, ja, kräftig. Zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise knapp darunter, hieß hier in der Analyse hier auf im JFD-Channel, dass hier der Widerstand lauert, wie man auch hier sieht, exakt abgeprallt und dann zu diesem Zeitpunkt hier diese Unterkante dann vom Rainbow, sollte es nach oben gehen. Dann kamen eben die Zahlen raus, wie man sieht, hier gab es die Aufwärtsbewegung, allerdings wurde die dann abrupt beendet und dann fiel auch unter die 47 US-Dollar Marke zurück. Aber was jetzt hier auch zu erkennen ist, das Tief hält noch. Nichtsdestotrotz war das eine Fehleinschätzung. Ja. Der DAX hier hat jetzt tatsächlich nachbörslich, ja, ist jetzt nicht von hier oben, sondern das ist das Setup vom Wochenende, 1, 2 Kursziele erreicht, dann eben hier konsolidiert, kein neues Hoch rausgenommen und dann eben erwähnt, dass es hier Richtung 9.900 Punkte geht. Zack, erreicht nachbörslich. Also hier wieder ein Treffer bislang, der sich sehen lassen kann. So, ich schalte nur noch mal um. Des Weiteren war heute, ja, hier ist noch Euro gegenüber britischem Pfund. Da wurde hier eine Kaufzone angegeben mit zwei Varianten unterhalb dieser Zone. Einen direkten Abfall, jetzt geht es hier nach oben. Darf man mal gespannt sein, was hier dann das Währungspaar macht, ob es nach oben direkt ausbricht. Dann muss man schauen, wo man sich vielleicht einkauft oder eben hier die graue Variante nimmt. Eine größere Analyse gewesen und sonst waren hier ja nochmal das Brent Öl drin und auch hier eine Pro7 ist heute nochmal weiter in dem Kursziel angestiegen, ja, im Hoch fast die 40 Euro Marke. Das kann sich auch sehen lassen, genauso wie hier der Hang Seng Kauflimit. Der Stopp wurde dann schon nach oben gelegt. Und hier, da das eine Indikation ist, wurde gestern diese Marke getriggert. Zum Glück ist man ja vorher long gegangen. Jetzt muss man eben sehen, Rücklauf. Und dann sollte sich aber trotzdem das größere Kaufszenario aktiviert haben, das jetzt hier sowieso Rückläufe Kaufgelegenheit darstellen. Die Metro-Aktie. Mit dem Ausbruch hier liegt man im Plus. Das ist die Borussia Dortmund Aktie ist die einzige, die im Minus lag. Und die Nikkei, der hat eigentlich schon das Kursziel eben gestern hier im Hoch 16.572 so gut wie eben erreicht. Ja. Dann ist hier noch DAX, Randgold ist ja nur hier abwarten auf die Short-Gelegenheit. Die Merck-Aktie ist hier noch der Ausbruchskandidat gewesen, die läuft auch an, aber da ist wichtig, dass es definitiv auf Wochenschlussbasis dieses Level genommen wird. Und hier bei der BMW-Aktie von
68 bis auf ein Hoch von 75. Ja, gewaltiges Kurs Plus für einen DAX-Wert, aber wenn man jetzt hier sieht, eventuell schließt er hier echt auf Wochensicht wieder unter dieser Trendlinie und nimmt dann nochmal einen Lauf auf das eigentliche Kursziel von 80. Die ProSieben. Dann wirft man gleich noch einen Blick auf den DAX-Wochenchart. Doch bevor hier, da sieht man, dass die defensiven Werte hier liefen. Hier wurde es eben empfohlen, wo eigentlich der DAX noch seitwärts bzw. zurück abgefallen ist. Und wenn man hier jetzt hier die letzten Tage sieht, ist hier mit der Aktie, mit dem defensiven Wert nichts zu holen gewesen, sogar ein Minus. Aber das wurde auch, wie man den Pfeil entnehmen kann, das Kursziel erreicht und keine weiteren Kursziele genannt. Hier war noch ein älteres Nasdaq-Szenario. Die Kursziele sind hier ja auch bei weitem übertroffen worden dann. Hier wäre es natürlich gut gewesen, nur den Stopp immer nachzuziehen und nicht direkt auf das Kursziel zu achten. Der Wochenchart dürfte jetzt jedem Leser sowieso bekannt sein. 1, 2, 3 Mal hat hier die wichtige Unterstützung gehalten und in der Woche konnte er jetzt hier was sich weiter absetzen, Wochen Gap gerissen und ja, er kann jetzt im Wochenverlauf noch die 10.100 Marke voll machen und dann mal abwarten, wo er dann eben die Woche beendet. Das war's, danke fürs Zuhören, ich melde mich dann morgen früh wieder.